Also ich glaube, das war ein sehr großer Überlebenswille. War 5 Wochen, also das ist für einen Hund wahnsinnig schwer. Sag ich aber einen Hund, regungslos, hab mich erschrocken, bin zurückgegangen, hab die Palette mitgenommen. Und in dem Augenblick robbte der Hund so ganz langsam wieder unter die Palette. Der Hund hat wirklich Glück gehabt, muss man so sagen. Das ist ja so, dass auf See eine hohe Luftfeuchtigkeit ist und da tropft es halt irgendwo runter. Er muss Flüssigkeit gehabt haben, Wasser gehabt haben. Für mich ist er ein Kämpfer. Sie können. Also das kann er, aber deswegen muss man immer aufpassen, dass Also, wenn, dann müssen wir das hier hinstellen. Ja. Also, wenn der Hunger siegt, dann würde das. Steht er auf? Ja, eher. Er hat zugenommen und er ist so ein bisschen Aufmerksamkeit geworden. Also, sonst hat er immer so ängstlich in seinem Körbchen gelegen und jetzt guckt er immer schon so, wer reinkommt, ob das irgendwas Neues gibt und das ist immer so aufmerksam. Ja, das ist von Yoga, das habe ich im Yoga gelernt, das ist ein Mantra. Das ist so ein bisschen beruhigend und dann singe ich hoch, da ist ja so eine dunkle Stimme habe und alles, was dunkel, hat er Angst vor. Und dann singt man hoch und dann habe ich mir so gedacht, naja, vielleicht ist er sehr, sehr gewohnt, von Indien so zu sprechen oder so Wörter. Also ich glaube, das war ein sehr großer Überlebenswille. War 5 Wochen, also das ist für einen Hund wahnsinnig schwer. Also für eine Katze ist es ja so, also Katzen haben 7 Leben und für einen Hund, das habe ich noch nie erlebt. Also er ist für mich einfach ein Kämpfer. Also so wie er hier abgemagert kam, hat er sich von gar nichts ernährt. Dann hat er Kondenswasser, kann ich mir so vorstellen, das hat er dann getrunken. Weil ohne Trinken stirbt man dann. Nee, also wir gehen, also Schritt für Schritt geht man vor. Also da kann man nicht an so eine Vermittlung denken. Also erstmal ist die Verdauung wichtig, erstmal ist das, Futter wichtig. Also das muss ich ein bisschen aufpassen, so dass man kann ihn nicht so viel anbieten. Klar, das hat er alles gefressen, aber dann nachher muss er sich übergeben oder das muss man langsam anfangen.
Ja, also das große Problem ist, dass er scheu ist. Wenn man irgendwas an ihm machen will, dann läuft er nicht von alleine. Dann muss man ihn hochheben. Ja, mir tut er nur leid. Also wenn ich ihn das erste Mal gesehen habe, tat er mir nur leid. Für den Hund ist das anstrengend, deswegen würde ich jetzt schon darum bitten, dass er nicht jetzt das überall. Was sagen, also Flüssigkeit ist das Essentielle. Er muss Flüssigkeit gehabt haben, Wasser gehabt haben. Vermutlich ist es Kondenswasser. Das ist ja so, dass auf See eine hohe Luftfeuchtigkeit ist. Und wenn halt Tag und Nacht unterschiedliche Temperaturen sind, nachts halt sehr kalt und tagsüber sehr warm, dann kondensiert irgendwo vielleicht Wasser ab. Der Container war auch nicht völlig geschlossen. Und da tropft es halt irgendwo runter und da kann er halt da Wasser aufnehmen. Das ist essentiell. Sonst hätte er keine 2-3 Tage überlebt. Das weiß man schon, wie lange man ohne Wasser überleben kann. 3 Tage ist das Maximum. Das heißt, Wasser hat er irgendwo im geringen Maß zur Verfügung gehabt. 5 Wochen ist auch Limit. Also ich denke, ein paar Tage länger und er hätte nicht mehr überlebt. Ist ja ein sehr scheues Tier. Das heißt, dass er sicherlich auch dann den Menschen nicht auf den Menschen zuläuft, sondern vielleicht in der Situation, als der Container geschlossen wurde, sich nach hinten zurückgezogen hat, dann wurde die Tür verschlossen und der Container halt verladen. So denke ich halt auf diesen Container hineingekommen. Das hat sicherlich was mit Fressens- und Essenssuche zu tun, dass er irgendwo nach Nahrungssuche war und halt dort in den Container hineingegangen ist. Und dann ist es ihm halt passiert. Er wird hier untersucht, es wird eine Tollwutimpfung erfolgen. Nach 4 Wochen wird geschaut, ob der Hund auch Antikörper gegen diese Tollwutimpfung bildet. Und dann muss er auf jeden Fall noch 3 Monate weiter in Quarantäne bleiben, um sicherzustellen, dass auf jeden Fall keine Tollwut bei diesem Hund ist. Respekt kann ich sagen, es ist anrührend, muss ich sagen. Ich finde, es geht einem ins Herz. Ne? Diese Vorstellung natürlich ein bisschen menschlich gesehen, dass so ein Lebewesen wochenlang alleine, ohne zu wissen, warum und was weiter passieren wird, mit ihm in so einem Container eingeschlossen ist und schwerste Entzugshunger und Durst leiden muss. Also ich finde, das rührt richtig an. Ne? Auch wenn man so jahrelang professionell hier arbeitet, geht einem das nicht am Herz vorbei. Da trifft es einen am ehesten. Okay. Das ist blöd. Ja. Also wirklich nur ganz kurz hier stehen bleiben. Okay. Okay. Okay.
Okay. Und anmachen.